Der Creeper ist schuld, er hat Feuer gelegt. Wie jetzt? Die ganze Bude fackelt hier ab. Oh, also die Lava kann es nicht sein. Digga, das fackelt hier alles ab. Ach du Scheiße. Jawohl, es leckt auch noch, weil das Licht angeht. Nice. Es geht gerade nicht an, merke ich nichts. Dann nicht. Ja, es geht doch gar kein Licht an. Ja klar, sind gerade die Lichter angegangen. Ist es Sonnenuntergang? Nein, die Lichter sind nicht angegangen. Es werden hier Lichter an. Oben sind die Lichter gerade angegangen. Ja, aber warum sind denn da die Lichter? Hast du jetzt so... Nee. Was brennt hier denn? Irgendwas brennt doch hier. Hä, wieso sind dann hier unten die Lichter nicht angegangen? Ja, bin ich bescheuert? Wieso ist denn hier kein... Hab ich vergessen, das... Hab ich doch vergessen, was zu liegen? Da, aber hier, hier brennt es doch, ich hör's doch. Ach, das Redstone fehlt. Ach, ja. Nein, hast du Redstone? Ja, wenn hast du Redstone dabei? Fehlt ein Redstone. Das habe ich gekappt, aber nee, habe ich... ich nicht. Oh nein. Es fehlt Redstone. Es fehlt Redstone. Dann cheatst du halt einfach ganz kurz und schmeißt es dann unten weg. Ja, ja, nö, es ist ja egal. Ich meine, es ist ja nur kein Licht an. Ich merk's, es ist ein Nachtfinster. Jetzt überall Licht aus. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn jetzt da rein? Aber komisch, früher hatte ich diese Probleme nicht. Dass es rumleckt? Ja. Ja, eigentlich nicht. Ne? Aber das ist der falsche Holz. Ne, wo ist denn da hier? Jetzt du! Ich meine, ich bin ja schnell wieder oben. Wir haben ja jetzt auf beiden Seiten. Das Problem bei deinem Fallschacht ist nur, man kann nicht entscheiden, wo man landen will. Ja, man geht ganz runter und fährt dann wieder hoch bis da, wo man aussteigen will. Nee, da gehe ich über die Minecarts lieber, das ist einfacher. Meine ich doch. Also man fliegt runter bis ganz unten hin und dann... Nein, ich kletter einfach durch den Schacht mit den, ja, Minecarts runter. Aber wenn du halt ganz runter, also in die unterste Etage willst, dann ist es schneller, wenn du runterfliegst und dann eine Etage hochgehst. Ja, das ist mir klar. Ja, deswegen. Aber ich, wenn ich jetzt so von der dritten Etage in die zweite will. Aber warum habe ich hier... Macht keinen Sinn. So, gehen wir mal hier durch die Wand. Na, war klar. War ja klar. So, ist jetzt überall Licht an? Überall? So? Ungefähr? Keine Ahnung. Nicht? Muss ich mal... So. Ich muss eine Etage runter. Ich meine, für eine Etage runter kann man die Minecarts ja benutzen. Aber für alle Etagen runter... Kann man sie auch benutzen, ja. Wieso geht dann hier das Licht nicht an? Habe ich die Schaltung hier noch nicht gelegt? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ich habe die Schaltung hier noch nicht gelegt. Oh nee, ich habe die Schaltung noch nicht gelegt. Na, muss ich die von oben kopieren. Hilft nichts. Habe ich hier noch gar keine Schaltung gelegt? Weißt du das? Nein, das weiß ich leider nicht. Warum? Gut, wenn es nur die Schaltungen sind, ist es ja kein Ding. Das geht ja schnell. Aber ich will jetzt nicht nochmal Schaltung bauen.
Ja, kann ich verstehen. Willst du mal machen? Ich kann dich in Mathika schicken. So wie ich weiß, braucht man da 3 Jahre Elektroingenieurausbildung. Ah, nö, eigentlich nicht. Ich muss nur wissen, ganz genau wissen, wo ich hin muss. Also ganz genau. Also wirklich ganz genau. Du bist jetzt seit 47 Jahren Elektroingenieur. Du kannst auch 4 Bällchen Eis essen. Nö, da ist sogar schon gut aus. Hast recht. Ist ja viel gesünder. Viel gesünder. Ja, eigentlich nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich meine, wenn man Schokoladeneis oder Schokolade isst, was ist da jetzt gesünder? Hallo Skelett, wie geht's? Siehst du mich? Hallo? Hallo, ich bin hier. Okay, also wenn Skelett dir den Rücken zukehrt, dann sieht es dich nicht. Gut zu wissen. Also ob. Ah, hier sind noch gar keine Fenster drin, ne? Die müssen wir auch noch machen. Könntest du da was tun? Oder? Ich? Oder dann mache ich die Schaltung. Oder machst du die Schaltung, ich baue die Fenster. Warte, ich muss ihn erst töten. Warum hast du den Creeper da nicht gekillt? Welchen wo? Weiß ich nicht. Du bist doch hier zugange gewesen. Da war nix. Boah, du musst mich verarschen. Der ist da gespawnt, war wirklich... ey. Der ist da gespawnt. Gespawnt so. Ist er da. Jetzt haben wir hier alles. Ich muss erstmal die Schematiker von oben machen. Die Schematiker von. Oder die beiden Schematikers nochmal. Also die eine Seite, weil die ist ja hier schon. Nur die sieht her. Du siehst hier keine Fenster. Ja, hier sind Fenster, aber da in dem einen Raum waren keine Fenster. Deswegen. In dem Raum hier auch nicht. Aber da vorne waren noch keine Fenster drin. Da sind auch noch keine drin. Da zieht's ja rein. Nee, ich meine, hier sind gar nichts. Gar keine Fenster. Nix. Hier ist ja nichts drin. Zu. Oh, oben ja auch, da ist auch noch nichts. Ne? Oh, ich hab einen Zombie-Villager erschossen. Sag mal, wenn wir hier vorne, das ist mir auch schon. Hier, da fehlt auch noch. So langsam. So, jetzt habe ich die Frage, warum leuchtet es hier nicht? Einfach so, okay. Einfach so. Ja, da war einfach so ein Strich, wo es nicht weiter geleuchtet hat. So, ist hier alles zu? Boah, schön. Da haben wir auch. Da haben wir auch, da haben wir auch. Ja. Gut, dann haben wir soweit alles fertig. Dann baue ich dir meine Schematika und schick dir die. Oh, hallo Zombie. Ich sehe überall noch keine Fenster drin in der zweiten Etage. Hier oben auch nicht. Doch, nee, warte, ein Raum hat Fenster. Oh. Alter, Premium-Hotel hier. Ja, Hammer. Hier sind auch noch keine Fenster drin. Soll ich mal den Glaser anrufen? Weißt du, Licht läuft, Wasser und Strom haben sie auch, aber keine Fenster. Einzugsbereit, keine Fenster, zieht wie Espenlaub hier. Ich meine, hier sind noch nicht mal Fenster, also Fensterlöcher da. Hier oben. Okay. Das Blöde ist, ich weiß nicht, wie ich dir das schicken soll, ohne aus dem Spiel rauszugehen. Gar nicht. Ja, das geht auch nicht. Ja, dann lass mich die Fenster machen, du machst dein Elektro. Ja, aber ich will nicht die ganze Zeit das Gleiche machen. Musst du aber. Ich will aber nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Schematika anwenden soll. Ja, die ist genauso wie oben, dann setzt du sie oben hin und ziehst sie einfach nach unten. Bah. Wo geht denn das jetzt schon wieder? Ich glaube, weil die Lichter ausgegangen sind. Ja. Ruckel, oh, es ist morgen. Ruckel, oh, es ist Nacht. Ja, du weißt immer genau, wann Nacht und wann Tag wird. Ja, voll gut. Weißt du, du kannst mal Sand abbauen gehen für Glas. Ich soll jetzt Sand abbauen gehen? Ja, einer muss es ja machen. Ja, einer muss es machen. Wieso haben wir den Sandstein? Wir haben keine Pulverreise. Nachgelegt. Ja, warum soll ich? Du sagst, da muss man Kohle nachlegen, dann kannst du das auch selber machen.
Nee, kann ich ja eben nicht. Wieso? Weil ich nicht dein Kohlenachlegeknecht bin. Ja, aber du hast doch gesagt, da fehlt, dann kannst du mal... Ja, dann hol ich halt mal Sand. Ja, geh Sand holen, du. Schaufel, ich weiß ja, wenn die Schaufel kaputt geht, die Diamantschaufel, dann mach ich mir einfach eine neue, ne? Weil ich meine, ein Diamant... Dann mach ich mir halt einfach eine neue. Ja, ein Diamant und den Schaden ist billiger als... was anderes. Kannst du auch reparieren. Ja, aber es kostet ja mehr als ein Diamant. Dann mach ich lieber eine Schaufel, das ist billiger. Oder warte, bis Mending da ist. Kriegen wir nicht. Ja, das kriegen wir schon. Wir müssen, ich glaube, das... Ja, ich weiß nicht, wann wir das machen. Die Chance steht 1 zu 1 Million, dass du das von einem Quillager getradet bekommst. Und ihr habt's bekommen? Ja. Dann bauen wir da drüben bei den Villagern ein Haus, also besser ganz viele Türen hin. Wie viele also, Türen? Ganz viele. Aber wie viel sind ganz viele? Ich weiß es nicht, es ruckelt. Ich habe kein... Ich weiß es nicht, es ruckelt. Kein Minecraft. Hast du mir mal ein Minecraft... Ich mach mir eins, wir haben keine mehr. Also, ist eine Minecraft-Strecke, weil wir mit Minecraft fahren, da ist da kein Minecraft. Ja, da müssen wir eine Kiste machen, stellen mit Minecrafts drin. Dass man dann sich... Weißt Minecraft du, wir haben noch nicht mal Blumen gepflanzt hier im Haus draußen dran. Wo? Weißt du? An der Innenseite sind überall Blumen, aber draußen nicht. Ja, klar. Müssen ja, das brauchen wir ja nicht. Ah ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch noch was zu essen holen. Ich kontrolliere gerade alle Räume, dass die auch Fenster haben. Okay. Ich habe eine Spinne gefunden. Bang, bang. Haben wir nichts mehr zu essen? Nichts mehr zu essen. Hier drüben sind noch Äpfel. Ich habe rohes Rindfleisch und 14 Millionen Hühnchen. Brote. Zum selber craften. Haben wir ja noch Kohle. Warte, Marcel, Kohle. Warte. Nein, wir haben hier keine Kohle mehr. Warte, ich gebe dir das Essen und du gibst mir frisches Essen. Also gebratenes Essen. Nein, warte, ich habe dir gerade 64 Brot gegeben. Ah, ja, und da drin kannst du mal bitte den Ofen schmeißen. Habe ich da reingelegt. Wenn ich zu einem Ofen komme. Gut. Weil ist ja jetzt nicht so wichtig, ich habe ja erstmal Essen, aber... Wäre nicht schlecht. So. Tito. Weißt du, dass ich das für mich selber behalte? Ach, ich habe ja noch einen. Ah, ich habe ja genug Platz. Dann gehen wir mal mit dem Minecart. Wohin? Was machst du? Ja, Sand abbauen. Wo? Ja, in der Wüste, wo sonst? Wann? Ja, jetzt? Okay. Also, warte mal. Wie lange wird das ungefähr dauern? Länger als 2 Stunden dauert, haben wir ein Problem. Wieso? Ist denn die Platte voll? Nee. Achso, ja, das weiß ich ja nicht. Nee, dann kriegen wir beide einen fetten Disconnect. Und warum? Das darf ich nicht sagen. Achso, ja, das... Oh, sonst ist die Mafia hinter uns her. Ich habe Screenshot gemacht. Wollte ich gar nicht, ich wollte F1 drücken, hallo. Du hast einen Screenshot gemacht. Ja, weil meine Tastatur keine F-Tasten mehr hat. Ich muss jetzt FN und dann... Und dann habe ich halt auf F2 gedrückt. Anstatt F1. Ich wollte jetzt eine Spitzhacke mit Glas craften. Wieso kann man keine Glasspitzhacke craften? Das wäre doch mal geil. Ja, wie nennen wir eigentlich diese Wüste hier? Sandbruch? Nee. Das ist ja eigentlich Sandstein. Gubis Valley. Wie? Was? Gubis Valley. Gubis Valley. Ja. Okay. Dieser Balam, die Schaufel. Was ist denn da drauf? Effizienz? 2. Ja. Gut. Das ist nicht so schnell, ne?
Stimmt, die haben ja auch noch. Eigentlich könnten wir auch hier in dem Villager-Dorf. Da müssen wir nicht so weit weg. Kein Wunder, dass ich heute so nervös bin. Kevin, mach mal ein paar Türen. Ich muss da. Oder kannst du mal im Wiki nachgucken, wie man Villager vermehrt? Also wie es am effizientesten funktioniert? Du musst eine Tür aufstellen und dann aber nicht eine Blöcke drumherum bauen. Ja, aber du kannst ja mehrere Türen nebeneinander bauen. Die zählen dann für jeweils eine Tür, also ein Haus. Aber in ein Haus halt. Mensch. Und dann vermehren die sich, weil die halt mehr Häuser haben. Wenn du verstehst. Nein. Buchstabier's mir bitte nochmal. M-E-N-D-I-N-G. Keine Ahnung. Mending? Ja. Wird es mit R geschrieben? Ich glaube nicht. Ja, so. Ist das ernsthaft? Man. Jetzt so lustig. Ja, Mending halt. Ja, wie Movement. Ja, Mending. Ja, alles mit L. Wie man spricht. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. Fake News. Oh. Was denn? Dorfbewohner. Hm. Genau, die brauchen wir. The Mending. Gibt's eigentlich noch irgendwas Neues, was Enchanting-mäßig dazugekommen ist? Was jetzt so relevant ist für irgendwas Gutes? Wie so eigentlich Soulbound oder so? Eigentlich nicht. Schade. Ja, das Soulbound noch nicht existiert. Doch, sowas Ähnliches gibt's. Ernsthaft? Ja, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Irgendwie sowas Ähnliches war das. Kann man das wirklich finden oder ist das nur für Adventure-Nets? Ja, ich glaube, das kannst du nur finden. Hm. Vermehrung. Dorfbewohner vermehren sich von selbst, wenn sie A. in Paarungsstimmung sind und B. das Dorf zu wenig Einwohner hat. Nachfolgend die Details dazu. Hm. In Paarungsstimmung waren Dorfbewohner, wenn sie zufrieden sind. Also du musst denen Nahrung geben und mit denen handeln. Dass sie selbst Nahrung ernten und sich geben können, sie sich ohne Zutun des Spielers vermehren. Der Spieler kann ihnen auch Nahrung geben oder mit ihnen handeln. Ja, ja, also jetzt, ja. Die Paarungsstimmung tritt ein, wenn ein Dorfbewohner in einer seiner Inventarstots mindestens 3 Brote oder 12 Karotten, 12 Kartoffeln hat. Und diese verbraucht. Alles klar. Was ist denn mit den Türen? Ja, da ist er. Da steht's doch. Trotz Paarungsstimmung vermehren sich Dorfbewohner nur, solange die Anzahl der erwachsenen Dorfbewohner unter der 0,35-fachen Anzahl an gültigen Türen liegt. Und was sind gültige Türen? Ich schau grad. Ich habe beim Spark of Phoenix gesehen, halt, dass der halt nur so Türen, also so ein Raum und außenrum sind alle, also die Wände sind aus Türen und das zählt. Ne, und dann habe ich halt, muss man das halt so dahin bauen und dass sie sich vermehren. Dass wir die halt erstmal auch einzäunen so ein bisschen, dass man gucken kann, wer halt da was hat und dann, ja, ja. Du brauchst halt ein Dorf dafür, ne? Du kannst ja, haben wir ja, hier ist ja ein Dorf. Hier ist ja, ja ein Dorf in der Wüste. Und die ganzen Türen müssen sich halt innerhalb von dem Dorfbereich befinden. Ja, reißen wir halt die Hütten ab, die da stehen und bauen dann so ein so. Was sagen wir denn? Weiß ich nicht. Guten Tag, wir walzen mal kurz alles platt. Puff. 20 ja, Millionen Türen. Oh ja, geil, wir vermehren uns. Ja, genau, so sieht's aus. Das sind alles Türfetischisten. Ja. Ja, egal, Hauptsache wir kriegen Mending. Das muss ich Black erzählen. Hauptsache Mending. Der Rest ist nicht so wichtig.
Wenn wir erstmal genug Dorfbewohner haben, können wir die einfangen. Und dann in das andere Dorf einfach. Das noch gar nicht existiert. Oder wir machen künstliche Dorfbewohner mit dem NPC. Aber dann wär's ja auch nicht mehr Vanilla. Aber eben. Was soll's? Ich glaube, den Berg hier reise ich noch ein bisschen ab und dann reicht's dann auch mal. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel Sand brauchen wir denn. Also gar kein Sand. Ich habe mitgeschrieben, dass das alles Türfetischisten sind. Eine gültige Tür muss bestimmten Kriterien genügen. Okay, gutes Deutsch. Um vom Spiel als gültig anerkannt zu werden, dabei werden die Bereiche vor und hinter der Tür miteinander verglichen. Okay. Es gibt einen Eintrag gültige Tür. Anstatt die beschreiben, einfach nur in einfachen Sätzen oder in kurzen Sätzen, wie man die... Es gibt sogar noch besser, hier sind Bilder. Ja, oder mit Bildern, wie man die Tür hinstellen muss. Nein, die müssen erstmal sagen, ja, die Tür muss gültig sein, damit sie funktioniert. Ja, das weiß ich auch. Ja, weil ich beim Eintrag von Dorfbewohner drin war. Ja, aber egal, das ist so... Jetzt habe ich hier Dorfmechaniken, hier ist eine genaue Anleitung. Ey, ihr blöden Zombies, lasst mich in Ruhe. Ihr habt hier nichts verloren und ihr... Ja, ist gut, ist doch gut. Ja. Ja, es ist dunkel und... Ja, ja. Ihr wollt doch nur... Ja, es ist dunkel. Schießt euch selber, komm. Ja, macht euch selber platt. Gut, gut. Danke. Es ist dunkel und ihr wollt euch selber platt machen. Ja. Sie haben sich gerade wirklich... Ja, einer wollte auf mich schießen, hat aber seinen Partner getroffen und der hat dann den anderen abgeknallt. Voll gut. Jetzt haben schon wieder so ein verkackter Zombie. Egal, das reiße ich jetzt hier noch ab und dann... Lol, warum Türe?